Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, ich habe hier Kanes Sachen gecraftet und ausgerüstet. Jetzt haben wir 50% erhöhte Chance, einen magischen Gegenstand zu finden. Und Erfahrungsbonus um 50% plus Angriffsgeschwindigkeit um 8%. Und dieses Schild habe ich auch gemacht. Und es ist zwar nicht so gut in der Verteidigung, also im Angriff war es nicht so gut. Dafür hat es Reduzierung der Dauer der Kontrollverlusteffekte um 29% und Widerstand gegen alle Schadensarten hat es. Heilige Fähigkeiten verursacht 16% mehr Schaden, also richtig cool. Das heißt, das Leben ist eigentlich gestiegen. Wir haben 54, ist gestiegen. Da haben wir noch 3%, 2% mehr erhöhte Chance wegen dem besseren Edelstein. Und ja, der Nagelring bleibt so. Ich hoffe, ich finde bald einen besseren Nagelring für höheres Level. Ja, läuft, läuft sehr gut. Also, mal schauen, wie sich das jetzt ausnützt im Kampf. Ob wir schon ein bisschen etwas merken von den Items her. Mehr Legendäres hoffentlich. Und das Schild ist recht gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, jetzt ist schon 4 Uhr und ich habe noch keine Parts heute hochgeladen. Ich muss unbedingt nach diesem Part mal hochladen langsam. Das ist Blitz. Komisch. Ich dachte, ich hätte mehr Schaden verursacht. Aber wahrscheinlich wegen dem Himmelsfuhr nebenbei. Ah ja, wegen dem verseuchten Boden. Das war's wahrscheinlich. Ich mache schon recht viel Schaden mit dem Hauptang, also mit dem Ressourcenerzeuger. Die sind eigentlich nicht so die starken Fähigkeiten, weil sie eben Ressourcen erzeugen und nicht verbrauchen. So, hier geht's weiter hoffentlich. Ja, hier geht's runter. Okay, gibt's noch eine Ebene. Jetzt sind wir auf der dritten Ebene. Okay, okay, okay. Ich verstehe, ihr wollt kuscheln. Kriegt ihr aber nicht. Bei mir wird nicht gekuschelt, bei mir wird... Was Männer halt machen, nicht kuscheln. Außer natürlich in der Liebe. Aber richtige Männer brauchen momentan nicht Liebe. Die brauchen Gaming. Die müssen die Let's Play schauen. Ihr habt keine Zeit zum... Oh, das ist so ein Gebiet. Oh, gebt mir. Wenigstens einen. Wenigstens einen. So. Weil wir halt recht hohen Schwierigkeitsgrad haben für unseren... die bleiben hier. Gut. Dann lasst mich euch anfangen. Die haben recht viel Leben für unseren Schaden. Deshalb können wir die natürlich nicht so alle auf einmal kriegen. Aber die bleiben schön hier. Irgendwie. Ja, wir schaffen ihn. Ja, gut. Oh, sehr schön. 3 haben wir von 5. Eventuell. Oder waren es mehr? Und wir haben eine neue Axt, das ist schlecht, der schlechte von Ding. Der schlechte Schnitzer. Der schlechte lebt in seinem Schnitzer weiter. Den habe ich schon mal gefunden. Ich schaue dann mal, ob der besser ist oder nicht.
Und werde dann einen verkaufen, eventuell. Weil man sie ja nicht tauschen kann. Und eventuell, wenn ich dann mehr Kollegen habe, werde ich sie auch verschenken, wenn man sie kann, irgendwie. Ich komme da nicht. Ich glaube, man muss sie zuerst umändern oder so. Also man muss sie zuerst transmogrifizieren. Okay, der Goblin ist bis hierhin. Ist der geflohen. Und ja. Und einer ist bis hier. Einer ist der. Das ist der gewesen, der zurückgegangen ist. Und hier ist das auch schon wieder vorüber. Okay. Weil es das ein bisschen ein kurzer Part ist, werde ich natürlich auch ein bisschen weitermachen. Aber jetzt keinen Rift, sondern ich werde die Kopfgeldaufträge machen in Akt 1. Wobei die eigentlich ein bisschen länger gehen könnten. Machen wir einfach die wichtigsten. Tötet den Schlechte. Der Schlechte möchte ich doch mal töten. Also ein bisschen vor 4 Uhr habe ich angefangen. Dann werde ich bis 5 Uhr noch machen. Ja, nicht so lange. Doch, eigentlich schon. Ah, wir haben noch ein Ding, eine Auszeichnung bekommen. 10 vergessene Seelen. Haben wir nicht noch einen bekommen? Ah, den Creme, de la Creme war das. So, bist du eingegangen? Ich denke hier oben irgendwo. Weil er meistens nach Norden sein. Also kann er auch unten sein und dann auch nach Norden zeigen, aber meistens ist er schon im Norden. Und hier ist gerade was los. War hier ein Goblin? Ja. Okay. Den habe ich gar nicht bemerkt. Ja, der ist weg. Macht nichts. So, die hätten sich verwandelt dort oben. Dann habe ich die mal zuvor getötet. Die schmecken da nicht mehr so gut. Die haben gar nie gut geschmeckt. Das ist das Problem. Na, ihr Monster. Habt ihr genug? Scheinbar schon. Sonst würden sie sich noch ein bisschen bewegen. Ja, hallo. So, dein Schlechte. Guten Tag. Sie wollen Blumen kaufen? Hier kriegen Sie Blumen mit meiner Keule. Sie werden Blumen sehen. Ich werde sie sowas von bewusstlos schlagen. Ah, ha, 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 ha.
Ich bin Herkules. Der im Kino kommt bald. Oder es ist schon im Kino. Keine Ahnung. Nein, nicht ausrasten. Jungchen. Süßer. Bist ja süß. Du bist ja schon ganz süß. Niedliches Zeugs. Mehr. Nein, weniger. Ach komm. Hast du nicht in den Sinn gehabt, mehr mir zu schenken? Das ist schade. Tötet den Datengräber, das ist doch mal jetzt nett. So, Schokolade essen. Ah, hallo Geister. Zweiundzwanzig von vierzig. Ah, nicht immun machen. Dankeschön fürs Entimmunisieren. Wer ist der Nächste? Jetzt haben wir die sich schon bald wieder voll, ja. Läuft eigentlich recht gut mit dem Zorn. Auch wenn wir jetzt das rausgenommen haben. Ah, hier ist noch die Falle, die lösen wir auch gleich aus. Da bekommen wir nur noch ein bisschen extra Erfahrung. Und er haut eher ab. Hier kommt der Nächste, okay. Macht's Boom. Ah, das ist doch mal toll. Gut, dann die Falle auslösen. Und los geht's. Kettenblitze. Tag wohl. Schon fertig. Die hielten nicht lange durch. So. Schrott. Das ist ein Kreuzzug und keine Handelsreise. Ja, ich weiß es. Schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Ah, das ist ein Zauberstab. Da hat es viel mehr Schaden. Wegen den Abklingzeiten oder wieso? Tja.
theoretisch schon. Also, kein Platz mehr. Dann gehen wir zurück. Und tun hier die Sachen zerkleinern, vermanschen und alles Mögliche. So. Also von denen haben wir eigentlich am wenigsten. Wir holen die kurz noch. Und werden dann mal ein paar blaue einsammeln. Damit wir die bekommen. Mehr. Ich muss zurückkehren. Ja, ich muss auch zurückkehren. Jetzt lass es. Ah, ich hätte es ja so machen können. Direkt. Okay, den ungestützten Turm werden wir noch machen. Oder wenn die Zeit... Ja, Zeit reicht. Ja. Naja. Dann machen wir noch Akt 3, genau. Weil den Ring brauchen wir nicht unbedingt und den können wir dann getrost mal später noch ein bisschen öfters machen. Und dann wieder eine Phase im Rift zu machen, weil wir dann die Schlüsselfragmente wieder haben. Peng und peng und peng und peng und peng. Komm schon, nicht nerven. Wir brauchen eine Fähigkeit, die stunnen kann. Für solche Gegner. Also der Turm, der ist immer links. Ich habe früher mal ein gutes MF-Gebiet. Aber jetzt nicht mehr, weil sie ihn genervt haben. Und seitdem gehe ich eigentlich nicht mehr rein. Außer eben durch Rifts. Noch nicht. Weil sie natürlich immer alles zu stark nerven. Was bringt's das? Aber da kenne ich ein paar andere Games, die noch schlimmer sind. Wo er noch mehr genervt wurde. So, Türmchen, jetzt bist du dran. Boom hat's gemacht und boom. Da oben ist er. Nicht? Noch weiter oben. Hier ist aber. Hier. Du musst hier sein. Hallo? Ah, das ist das Lyzeum. Wieso heißt der Turm? Eingestürzter Turm. Ah. Weil das ein Wachturm ist und das drüben... Okay, das Lyzeum ist immer rechts. Ich sollte vielleicht öfters mal die Beschreibung lesen. Von der Quest. Hä, dachte, zwei Türme gibt es doch nicht in einer Ebene. Aber weit gefehlt. Es gibt zwei Türme. Aber dafür haben wir jetzt einen Rift. Ein Ding-Level. Nephalim, also Paragon-Level. Ah. So, hier hoch muss man.
Den Bubbel nehme ich noch mit. Dankeschön für den Ruf des Nephalim. Ruhm, ne? Gott, momentan bin ich ein bisschen verwirrt. Vielleicht wegen der Konzentration. Zu lange aufnehmen ist halt echt so gut für die Konzentration. Ich will hier runter. Keinen Wall gründen. Nicht die Mauer neu aufbauen. So, jetzt gehen wir wieder nach oben. Und rein. Sie sind im Turm. Auch wenn es kein Turm ist, irgendwie von außen. Ja, ist schon eingestürzt, aber sieht nicht mehr nach Turm aus. Ach, kommt schon. Einer ist tot. Zwei sind tot. Drei sind tot. Vierundfünfzig. Juhu. Bald haben wir höher als 70. Dann haben wir eigentlich das überholt, das normale Level. Hier müssen wir hoch, okay. Hier ist der erste Ding. Wir müssen drei Rituale unterbrechen. Hier ist das erste. So, hier ist manchmal ein Event, das ist jetzt gerade nicht. Da kommen so Säulen raus. Die muss man irgendwie wieder reintun. Und dann kommt eine Kiste, die ist jetzt nicht hier. Schade. Ach komm, wieso kann ich da nicht drüber zaubern? Jetzt will ich kurz noch die Rüstung schauen. 15.000, weil ich Gold eingesammelt habe. Geht das dann wieder runter irgendwann? Ich hab ihn ja an, ja. Ah, ich muss wieder Gold sammeln. Gib mir Gold. Hallo, ich will, dass du mir Gold droppst. Droppst du Gold? Oder du? Ich sehe nicht gut, ob Gold droppt. Aber ich sehe es ja eigentlich am Rüstung. Hier ist auch kein Gold. Hier. Ja. Ja, es steigt ein bisschen, aber nicht allzu viel. Weil es zu wenig Gold war. Die Stückchen zu weniger groß. Dann schauen wir mal hier runter. Hier ist ein Schrein der Raserei. Hier ist das zweite Ritual-Session. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Aha. Sind noch ein paar Gegner, gut. Oben sind wahrscheinlich auch noch ein paar Gegner. Was ist da? Hey, geht's noch? Ja, ein, zwei Gegner sind hier.
Und ein neuer Schäfershammer? Nö. Ich denke nicht. Himmelswächter. Alle 60 Sekunden erhaltet ihr 60 Sekunden lang ein zufälliges Gebot. Also ihr seht, Leben pro Treffer gehen natürlich sehr hoch. Also die haben viel Betäuben auch, aber dafür geht die Zähigkeit gut viel runter, weil natürlich 166 Vitalität flöten geht. Aber dafür 10% mehr Schaden. Heiligschaden nehmen wir. Ist Zweihand, also bringt es nichts zu ändern, dann ist das nicht mehr. Gut, haben wir eine neue Waffe. Und testen sie gleich mal aus. Also sie sieht eigentlich recht schön aus. Und wir bekommen dadurch noch ein Gebot, weil wir haben kein Gebot. Das ist gut, wenn wir ein Gebot bekommen. Obwohl wir keins ausgerüstet haben. Okay, hier ist der Boss von diesem Ding-Gebiet. Gut, dann gehen wir noch kurz nach 3 und machen die Frosthöhle, wenn sie da ist. Sonst beende ich den Part schon jetzt. Ah, das sieht man jetzt nicht. Gehen wir kurz mal schauen. So. Da ist der Grausame. Der den Namen ja gar nicht verdient hat, weil er schon ein paar Sekunden später stirbt. Ach komm schon. Konzentrieren wir uns das auf das Teil hier. Kackgoblin. Komm schon, hey. So. Gerade noch geschafft. Und der ist tot scheinbar. Und wo ist er? Ah nein, dort unten ist er. Der ist dort unten geblieben. Dafür haben wir hier noch einen Pool. So, nicht zu viele Fledermäuse, also da diese Flugviecher. So, jetzt ist er tot. Also dann ist hier scheinbar keine Höhle, auf der anderen Seite vielleicht. Und jetzt haben wir Tapferkeitsding, okay. Also es sind normale Ding, okay. Gebote. Verstehe. Also die Legendaries droppen jetzt nicht schlecht durch die erhöhte Magic Fanzeugs Ding. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Parts. Vielleicht finden wir dann noch etwas sehr Gutes, Besseres. Und können dann T1 locker, easy durch. Ja, es ist Höhle des Frostes. Ich denke, den Part kann ich so lange machen, wenn es nicht jetzt
Oh Gottchen. Hallo? Hallo? Yay! Zeitlupe. Das ist doch mal gut. Okay, dann mache ich kurz noch einen neuen. Naja. Ich muss kurz Webspace.